Wir sind zurück bei GTA 5. Die nächste große Aufgabe, wir haben ja im letzten Teil den schicken Polizeiwagen da uns erobert. Wir brauchen jetzt ein schickes, schnelles, aufgemotztes Fahrzeug. Aber ich denke nicht, dass wir das mit Michael machen können. Sondern wir werden da mal zu Franklin wieder gehen, denn der hat wesentlich mehr Geld als der liebe Michael. Was macht der denn am Strand? Ah, die führen schon ein eigenartiges Leben. Wieso hat er sich denn umgezogen, Mann? Hab ich dir gesagt, dass du dich umziehen darfst? Wo hat er denn jetzt seine Möhre stehen? Da hinten ist ein Parkplatz, da könnten Autos stehen. Ah ja. Oh, eine nette Familie. Die Autos sehen hier alle nicht wirklich schnell aus. Ah, doch, die da könnte was sein, oder? Naja, es geht. Naja, was steht da hinten? Ich glaube, da hinten steht was Schönes. Oder? Ja, da links der. Ist klar. Was? Bring das Fluchtfahrzeug zu Los Santos Costume. Achso, guck mal, das wird uns sogar angezeigt. Das ist cool. Erstmal Radio. Hatte ich doch ein gutes Auge. Weg da. Wow. Was war das denn? Krasse Axt. Geht ja jetzt schon gut ab. Oh, der Wagen, der hat mir gerade noch besser gefallen. Ja, ja. Hoppala. Guten Tag. Ja, was ist mit der Musik los hier? So, dann wollen wir die mal aufmotzen, die Karre. Kauf die für den Job nötigen Modifikationen. Goldvorbereitung. Was? Vorbereitung auf Raubüberfall. Ach, Herr Jemine. Gegenstand erworben. Extras. Panzerung. Schusssichere Reifen, getönte Fenster, Turbo. Na, Lackierung ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Ja, das habe ich schon. Sehr schön! Sieht schon irgendwie giftig aus, das Auto. Hallo! Na, also, das geht doch schon besser. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell die Karre jetzt ist. Oh, wir hören den Turbo richtig. Scheiße! Das war jetzt nicht so im Sinne des Erfinders. Wir hören richtig geil den Turbo. Hoppala! Moment, das ist die falsche Straße. Ach nee, was war das denn? Ach, ist doch nicht wahr. So, jetzt sind wir wieder richtig.
So ein Kack hier abgerutscht. Boah, wie geil. Ich glaube, das Thema Turbo, ist gut. Das Thema Tune werde ich mir doch nochmal etwas genauer zu Gemüte führen. So, wohin jetzt? Geht jetzt hier eine Karre auf, oder was? Ja, okay. Ach. Ja, jetzt gehen beide auf, ist klar. So, das hätten wir dann auch. Und bestanden. Ja, nicht ein Kratzer. Wunschkind? Was hat denn... Ich muss mir das unbedingt mal angucken, wo ich die ganzen einzelnen Sachen mir angucken kann, die zur Goldmedaille führen. Das muss ich mir echt mal angucken. First at the UD gauntlet is modded in the locker. Thanks for letting me know. Ach, guck mal, sogar mein Anhänger. Meiner. Some incredible music for you. I'm like everyone else in this town who moved out here hoping to be an actor or in a band. Das ist ja mal eine geile Kiste. Das ist aber echt eine geile Kiste. Moment, wo bin ich? Ich bin sogar in der Nähe von meiner Garage. Da will ich jetzt mal gucken, ob ich das Auto in meiner Garage kriege. Ist ja schon was Besonderes hier mit dem Hänger. Auch wenn da wahrscheinlich gleich nichts mehr... Wieso haben die denn jetzt... Oh, meine Schubkarre ist weg. Warum haben die denn jetzt hier alle auf einmal einen Hänger? Ach, wie geil, dass die Sachen rausfliegen. Ha, der Besen ist weg. Guck mal, auch wenn ich Bremse oder Gas gebe, guck mal. Boah, wie geil. Das Spiel strotzt einfach nur vor Realismus. Es ist wirklich genial. Obwohl ich ja nicht so der Grafikfreak bin, aber das passt hier alles irgendwie. Das ist cool. Das ist echt cool. Oh, was ist das für eine Radio-Kacke hier? So. Na, ich will da lang. Also würde mich jetzt echt megamäßig freuen, wenn wir die Kiste hier einlagern können. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob der Bus, den wir vor die Garage gestellt haben, ob der auch noch da ist. Was werden wir jetzt sehen? Nee. Ah, da ist ja gar nichts mehr da. Och, Mann. Tja. Auch dieses Fahrzeug kann nicht in dieser Garage eingelagert werden. Toll. Es ist doch zum Mäuse... Scheiße. So, wo geht's jetzt überhaupt hin? Da unten? Nee. Oder? Nein! Hallo? Hallo? Ist doch nicht wahr. Franklin war grün. Das heißt, wir könnten jetzt einmal dahin oder dahin. Ach komm, hier unten. D für Dom. Für Dom. Nein. Ach, guck mal da. Das Hangar können wir sogar auch noch kaufen. Dann geht's jetzt mal zum Hangar. Sorry. Wieso? Wieso hat er das denn jetzt nicht als Wegpunkt markiert? Dann bin ich mal gespannt, was jetzt alles noch hinten im Hänger liegt, wenn wir am Flughafen ankommen. Der Besen und die Schubkarre sind ja schon weg. Das Ding fährt sich auch extrem anders durch den Anhänger jetzt hinten. Eppa. Wow, das Ding hebt richtig ab, ey. Wie geil. So, aber ich glaube, hier müssen wir jetzt runter. Genau. 700 Meter noch ungefähr. Bin ich mal gespannt, ob wir den Hangar hier kaufen können. Das
in that song make you want to drink a nice, strong espresso and watch women's gymnastics? Hoppala. Okay, abgeräumt. Warte, wie? Hä? Wie komme ich da jetzt? Ach nee, das ist da unten. Oh. Ja, auch eine tolle Wegführung hier. Wow, was ist denn? Das Auto kann man bestimmt da runterholen. Weg da. Typ bleibt einfach auf ihrer Spur. Aber da komme ich doch gar nicht rein, oder? Hä? Hey, there he is! Mr. Conservative! Da wollte ich gar nicht. What the fuck are we doing here? Nothing? Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I'm gonna meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy, and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Get the fuck out of here! All right, let's go. Ich wusste es. Ich wusste es. Da wollte ich gar nicht hin. Let's roll. Wow! Was ist das denn? Was war das denn? Let's roll where? Ja. Catch you on the flip side, buddy. Ja. Yo, you see that? Nein. Ja, toll. Oh, so auch. Meine Fresse. Was ist denn jetzt? Das kommt nicht auf das Flug... Ey, wenn dieses Scheißteil da umkippt, kann ich ja nichts dafür. Moment, erneut versuchen. Ist grün. So ein Kack, ey. Was war das denn? Let's roll where? Catch you on the flip side, buddy. Yo, you see that? Half the airport's on the Dominator's payroll today. Better bond fast with that beauty, cause you two are going tandem. I didn't bring my idiot translator. What the fuck are you talking about? You're driving that hunk of metal and gasoline out of a cargo plane. I'm doing fucking what? Yo, don't go on blue chip on me, bro. Let's do this. Wow. Okay. Was? Das ist eine Antonov, oder? Yeah, we got lift off. As soon as we hit a suitably stupid altitude, we'll kamikaze this shit into the next week. Am I right? Come on, high five. Hell no, man. Shit, I don't want you to be the last person I touch. Yeah, okay, air five then. Parachute, check. ATV, check. Big pair of balls. Check. Okay, this is happening. Alright. Die Steuerung war jetzt ein bisschen. Seid ihr bescheuert? Oh Gott! Wow. Führe Trick mit dem Quatsch. Wow. Hey man, I had to ditch the fucking bike. That shit was way too intense. Wow. Oh, come on. That's female, dude. Boobies. Yeah, I can see you being a real hit with what the ladies, homie. Dude, you have no idea. You should see me online. Like flies on a turd, bro. Man, you said it, not me. Moment. Okay. Begib dich zu Dom. Zu Dom. Eieieiei. Ich nutze mal eben euer Auto. Wo steckt der denn? Die Karre ist auch irgendwie geil. Der ist da unten. Ah, da unten. Hallo. You feel that? Lightning bolt. Zap!
You're alive! Auto. You know how it feels. Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Ist der bekloppt? Ist er der Bekloppte? Eieiei. Was? Sternschnuppe. Was? Ist doch jetzt nicht wahr. Gut, dann tschüss. Wiedersehen. Wo ist mein Auto, mit dem ich ja eigentlich abgestürzt bin? Toll. Ganz toll. Wo ist mein Wasserski? Ja, toll. Nirgendwo. Ist das ein Assi? Freunde, aber ich denke mal, die Zeit ist eh erreicht. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt könnten wir eigentlich fast schon dahin. Aber erst im nächsten Teil. Guck mal, da ist auch was noch für Trevor. Aber für Franklin ist jetzt hier doch da, wieder Lester. Ich denke mal, ja, Attentat. Ich denke mal, damit werden wir dann unserem Hauptmission anstarten. Aber das aber erst frühestens im nächsten Teil. Hier ist jetzt erstmal Schluss. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ist aber auch egal. Wir sehen uns jetzt gleich bei Saints Row wieder und dann hier mal gucken, wann dann. Also bis dahin, NRW über 18. Adieu.